Einen wunderschönen Donnerstagabend, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich bin's, Mustafa Keiler, und ich glaube, ich habe das Mikrofon übersteuert. Geil. Das ist jetzt der vierte Aufnahmeversuch. Alle anderen Videos waren mega übersteuert. Ich glaube, ich habe jetzt ist langsam hingekriegt. Ihr wisst, ich und Technik, wir sind so ein bisschen auf Kriegsfuß miteinander. Ich kann nicht so ganz gut mit Technik. Frag mich bitte nicht, warum. Ich habe mich damit einfach noch nie auseinandergesetzt. Ja, ich mache erst seit 4 Jahren YouTube-Videos. Gut, das soll euch jetzt aber auch nicht interessieren. Ihr habt mich wahrscheinlich in dieser Position schon lange nicht mehr gesehen. Seit dem letzten Video, wo ich mich so ein bisschen ausgekotzt habe, und das mache ich für Bewegungen, wo ich mich so ein bisschen ausgekotzt habe über Artikel 13, über private Situationen, die mir nicht so ganz schmecken, über mein Umfeld, also über meine private Situation, über mein privates Umfeld mit SGB 12, SGB 2 Grundsicherung, tralala und pipapo. So, auf jeden Fall, ich hoffe, ich rede nicht so schnell. Schreibt mir bitte in die Kommentare, rede ich schnell? Wenn ja, dann schreibt mir bitte, ob das stört oder ob das ganz in Ordnung ist. So, auf jeden Fall ging es in dem Video halt darum, dass ich so ein bisschen über Artikel 13 geredet habe und die meisten Tage eigentlich nur Scheiße erzählt habe, wie ihr vielleicht auch an den Anmerkungen seht, die ich zwischendrin reingeschnitten habe, wo ich diese Sachen einfach mal klargestellt habe. So, dementsprechend gibt es da so kein neues Video mehr, was ich eigentlich geplant hatte. In diesem heutigen Video, was eigentlich nicht so lange gehen wird, soll wie das Video um Artikel 13, aber wahrscheinlich trotzdem unnötig in die Länge gezogen wird, weil ich zum Beispiel solche Sätze von mir gebe wie diesen hier. Aber das seid ihr von mir gewohnt. So, auf jeden Fall soll es in diesem Video so ein bisschen darum gehen, was es auf meinem Kanal für Veränderungen geben soll. Ja, auch in meinem Leben passiert auch mal das eine oder andere, wo ich mir denke, joa, endlich. Ich gehe nämlich arbeiten. Ja, das ist natürlich mal eine ganz was Neues. Ja, Mustafa geht auch mal arbeiten. Ich bin 22 Jahre alt. Läuft bei mir auf jeden Fall. So, auf jeden Fall alles dazu, warum ich noch nicht arbeiten gehe, wo ich schon gearbeitet habe, ob ich schon gearbeitet habe, erfahrt ihr in dem Video, was ich euch nochmal hier oben verlinken werde. Da habt ihr dann alle Informationen in einem 31-minütigen Video. So, auf jeden Fall, in dem heutigen Video geht es darum, es ist übrigens halb 12, deshalb, also 23.30 Uhr, deshalb wundert euch nicht, warum ich so ein bisschen aufgedreht bin und vielleicht so die ein oder andere busy Scheiße von mir gebe. So, auf jeden Fall, soll es in diesem Video um meinen neuen Upload-Plan gehen? Ja, ich möchte mich auch mal an Upload-Pläne halten, weil ich das auch endlich mal mit dem Vorproduzieren hingekriegt habe. Letztes Wochenende zum Beispiel die Videos Portal 2 Part... Lasst mich lügen, 13 und 14 sowie Five Nights at Freddy's World Part 5 und 6 müssten vorproduziert gewesen sein, weil ich an diesem Video einfach komplett im Stress gewesen bin. Ich hatte hier Termine, dann musste ich da zu meinem Vater, dann hatte ich ja mit meinem Vater einen Termin, dann musste ich nochmal zu meinem Großvater, weil mein Opa 88 Jahre alt geworden ist. Und ja, da hatte ich einfach keine Zeit und dann habe ich gedacht, hey, produziere doch einfach mal deine Videos vor, vielleicht klappt es ja. Und... ja, hat verhältnismäßig für meine Verhältnisse wunderbar funktioniert. Und deshalb habe ich mir gedacht, jo, produziere doch einfach mal ein paar Videos vor, wenn du weißt, dass es jetzt langsam ein bisschen eng wird. Ich habe auch inzwischen ein bisschen mehr Zeit für meine Videos, weil, ja, ein bisschen mehr Zeit, obwohl ich eigentlich weniger Zeit habe. Moment, ich erkläre euch das kurz. Zurzeit ist das Problem bei mir einfach, dass ich morgens aufstehe, dann gehe ich so ein Treffen, so um 8:30 Uhr gibt es so ein Treffen vom betreuten Wohnen und da ist so Frühstück angesagt, ne, von 8:30 Uhr bis 9:30 Uhr und dann geht es in die GDT, in die Gestaltung des Tages. Peace, Leute. Hier nochmal ganz kurzer Einschub. Ich habe ja eben gerade gesagt, dass ich morgens von 8:30 Uhr bis 9:30 Uhr in die GDT gehe, also in die Gestaltung des Tages. Und da habe ich vorher noch gesagt, dass ich jetzt, wenn ich arbeiten gehe, mehr Zeit für meine Videos habe, obwohl ich weniger Zeit habe. Gut, ich habe eigentlich nur gesagt, dass ich in die GDT gehe, habe aber nicht gesagt, warum ich jetzt mehr Zeit habe, obwohl ich weniger Zeit habe. Ich habe keine Ahnung, was, warum, wieso, weshalb, keine Ahnung, pipapo, auf jeden Fall, wollte ich eigentlich noch erwähnen, dass ich in die GDT gehe, morgens um 9:30 Uhr, also kannst du da vorbei, dann fahre ich mit dem Fahrrad wieder zurück nach Hause und dann denke ich mir, was machst du jetzt die restlichen 19 Stunden des
Also schon, okay. Was machst du jetzt die restlichen 14 Stunden des Tages, bevor du schlafen gehst? Fahrradfahren, Fitnessstudio, Peng, das war's. Und natürlich Computer, YouTube-Videos produzieren, YouTube-Videos konsumieren, zocken, das war's. So, ich habe überhaupt keinen Tagesplan zurzeit und deshalb fällt es mir so schwer, regelmäßig Videos zu produzieren, weil mir einfach die Tagesstruktur fehlt. Und das kommt jetzt mit dem Arbeiten. Das wird jetzt mit dem Arbeiten ab dem 28. August, beziehungsweise ab dem 2. September, wenn der Uploadplan da ist, wird das alles kommen. Das heißt, bitte, 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 stellt mich nicht an den Pranger, wenn ich wenn ich mal außer der Reihe tanze. Ich werde aber nicht mehr dienstags, donnerstags und samstags Videos machen. Das heißt, wenn ich dienstags, donnerstags und samstags ein Video mache, ist das vorproduziert. Das heißt, es wird dann quasi, wenn ich dienstags ein Video mache, am Mittwoch hochgeladen. Wenn ich zum Beispiel gerade sage, ach, Montag, nee, heute habe ich keinen Bock auf YouTube-Videos, dann mache ich trotzdem eins. Und ich werde am Dienstag ein Video machen, damit ich das für Mittwoch vorproduziert habe, damit ich am Mittwoch sagen kann, okay, heute habe ich mal frei, heute mal keine YouTube-Videos. Das nächste kommt dann halt auch erst wieder am Freitag. Weil das Video, was ich am Dienstag gemacht habe, wird ja für Mittwoch hochgeladen. Das Video, was ich am Mittwoch vorproduziere, dann in dem Moment, wird dann für Freitag hochgeladen. Also ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen nachvollziehen, wie das mit dem Uploadplan geplant ist. Auf jeden Fall, ja, wollte ich einfach jetzt nochmal sagen, warum das überhaupt so ist, weil ich das in dem Video überhaupt nicht erklärt habe, sondern nur die Gestaltung des Tages erwähnt habe. Und jetzt noch viel Spaß mit dem Rest dieses total kranken Videos. Da nehme ich meistens eigentlich nicht teil, weil ich mir einfach nur denke, ich will mein eigenes Ding machen. So, dann fahre ich mal hier mit dem Fahrrad zum Frankfurter Flughafen. Dann fahre ich mal von hier mit dem Fahrrad in meine alte Wohngruppe. Und dann habe ich jetzt auch eine Fahrradtour nach Kassel geplant. Das heißt, wenn ihr einen Vlog davon haben wollt oder einen Blog, sollen ja mehrere Videos werden. Ansonsten habt ihr ein 7-stündiges Video, wie ich von Frankfurt nach Kassel-Wilhelmshöhe fahre. Und ich glaube, dass ich... Könnte sein, dass euch das so ein bisschen so überhaupt nicht interessiert, ein 7-stündiges Video euch anzuschauen. Deshalb wird es ein Blog, also quasi, dass ich jeden Tag, also das wird ja auch vorproduziert natürlich, die Videos. Das heißt, wenn ihr quasi diese Videos seht, wie ich nach Kassel fahre, bin ich schon lange wieder zu Hause. Auf jeden Fall, Grüße gehen raus an den auch schon sehr oft erwähnten und ich werde auch versuchen, den Kanal von ihm zu verlinken. Und zwar von meinem guten alten Freund, dem Traffic Travel TV. Und den möchte ich da einfach mal besuchen kommen. Und ja, so. Und deshalb habe ich hier geplant, hey, das ist doch eigentlich eine gute Vlog-Idee für ein Video auf YouTube mit dem Fahrrad von Frankfurt nach Kassel-Wilhelmshöhe. Das sind im Schnitt etwa 170 Kilometer die Strecke, die ich fahre. Wird auf jeden Fall super geil. Freut euch schon mal drauf. Auf jeden Fall, egal von euren Bewertungen, egal ob ihr sagt, ey, Musti, das ist voll scheiße. Gut, okay, wenn ihr sagt, Musti, das ist voll scheiße, wieso fährst du mit dem Fahrrad von Kassel, von Frankfurt nach Kassel, dann mach ich das natürlich nicht. Also mit dem Fahrrad fahren werde ich auf jeden Fall nach Kassel. Allerdings, wenn ihr da sagt, ihr wollt davon überhaupt kein Video sehen, weil euch das überhaupt nicht interessiert, dann schreibt es bitte in die Kommentare, dass ich das weiß. Wenn ich keine Rückmeldung bekomme oder wenn ihr sagt, hey Musti, das ist voll die geile Idee, wollen wir auf jeden Fall mal sehen, mal ein bisschen die Landschaft sehen, wo du vielleicht eventuell wohnen könntest, dann werde ich das auf jeden Fall tun. So, erstmal davon von meinen weiteren Projekten abgesehen, Portal 2 neigt sich ja so langsam bis sie den Ende zu. Das Spiel sollte inzwischen auch jeder schon kennen. Das Spiel neigt sich ja so langsam dem Ende zu. Wie gesagt, es ist 23:30 abends. So langsam dem Ende zu. Und deshalb, habe ich auch schon ein neues Projekt in Planung, und zwar für alle Leute, die mir schon damals in die Kommentare, als ich noch nicht Mustafa hieß, die mich noch als Robin LP kennen oder vielleicht sogar noch als MyPlayer 2015, soll ja auch noch Leute geben, die da auch schon aktiv waren und heute immer noch Abonnent sind, sind ja inzwischen 60 an der Zahl. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Auf jeden Fall, für alle Leute, die damals schon so richtig Pokémon-Fans geschrieben haben, ich will Pokémon sehen, für die habe ich eine gute Nachricht.
Ich werde nach Portal 2 Pokémon Feuerrot spielen und direkt im Anschluss von Pokémon Feuerrot bleiben wir doch gleich in der dritten Generation. Gehen allerdings aus der Region Kanto raus, denn dann geht es in Höhen weiter mit Pokémon Rubin und dann gehen wir wieder ein bisschen Step Back und dann gehen wir in die Goto-Version mit der Pokémon Silbernen Edition und falls ihr sie sehen wollt, auch noch Pokémon Gelb oder Pokémon Blau. So, auf jeden Fall genug davon. Zurück zu dem eigentlichen Thema. Das wird auch der Videotitel sein. Also ich werde nicht irgendwie schreiben, ich bin nicht auf Drogen, was ich mir jetzt so in meinem kranken Hirn überlegt habe, weil ich hier so schnell rede und irgendwie überhaupt nicht zur Sache komme und irgendwie über den halben Brei und seit 7 Minuten und 53 Sekunden eigentlich überhaupt nichts davon erzähle, was ich eigentlich erzählen wollte. Und wie gesagt, ich überlege mir irgendwelche Sätze, um dieses Video einfach nur in die Länge zu ziehen. Wahrscheinlich wird dieses Video einfach heißen, ich erkläre euch meinen Uploadplan. Uploadplan in Caps geschrieben. Nein, das ist kein Clickbait. Einfach nur, dass die Leute, die draufklicken, auch sofort sehen, worum es denn überhaupt geht in diesem Video, nämlich um meinen Uploadplan. So, und natürlich auch diesen Satz wieder unnötig in die Länge gezogen. So, kommen wir zum Thema. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, dass ich das ja auch in meinen Betreuungsplan reinbringen muss. Quasi, dass meine Betreuer kommen ja auch fünfmal die Woche. Sechsmal die Woche. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Sonntag. Sind trotzdem fünf Tage die Woche. Ich kann nicht zählen. So, ich war in Mathe auch extrem scheiße in der Schule. So, auf jeden Fall habe ich mir überlegt, dass ich montags ja eigentlich der Termin abends, also der Termin um 17.30 Uhr, der fällt jetzt weg. Und zwangsläufig fällt auch der Termin um 14 Uhr weg, weil ich ja arbeiten gehe. Ab dem 28. August, das heißt ab dem 2. September. Merkt euch das, schreibt euch das rot in euren Kalender. Mustafas neue und ich habe, glaube ich, das Mikrofon gerade so busy destroyed. Auf jeden Fall, schreibt euch das fettrot in euren Kalender hinein. Mustafas neuer Uploadplan, 2. September 2019. Das ist auch fest. Ich werde auch nochmal Anmerkungen auf Facebook, Instagram. Ja, Facebook und Instagram. Ich heiße übrigens auf Instagram Mustafa Keiler. Auf Facebook heißt meine YouTube-Seite. Genau, auf Facebook heißt meine Seite Mustafa einfach nur oder @Mustafa_Keiler19, glaube ich. Ich schreibe euch nochmal einfach meine Seite in die Videobeschreibung. So, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, montags, da der Termin um 14 Uhr wegfällt und meine Betreuerin mir sicher nicht zwei Termine montags reindrückt, weil sie da auch keinen Bock drauf hat, irgendwie nochmal um 21 Uhr bei mir reinzuschauen, die will ja auch irgendwann Feierabend haben, habe ich mir überlegt, dass montags Portal 2 kommt. Uhrzeit kann ich nicht sagen. Das kommt natürlich ganz drauf an, wann der Termin mit einer Betreuerin ist, damit sich das nicht überschneidet. Ihr werdet es dann einfach sehen, ich werde es in die Kanalinfo schreiben, auch nochmal den Uploadplan werde ich auch nochmal in die Beschreibung packen, also in die Beschreibung dieses Videos und in die Kanalbeschreibung werde ich einfach mal die Tage nochmal reinschreiben, für alle Leute, die halt dieses Video sich nicht anschauen, weil er meinte, nö, so eine Scheiße gebe ich mir nicht, der labert nur irgendwie Scheiße, ich habe von einem Freund gehört, das Video, ja. Für die Leute schreibe ich dann auch nochmal in die Kanalinfo. So, auf jeden Fall habe ich mir dann überlegt, dass ich hier mittwochs, weil mittwochs mein Betreuer, ja, selbes Problem wie Montag, mein Betreuer kommt zurzeit mittwochs um 14 Uhr, der Termin wird verschoben wahrscheinlich, vielleicht sogar vorgezogen auf den Dienstag, was eigentlich komisch wäre, weil Dienstag hätte ich dann trotzdem zwei Termine, was auch scheiße wäre und ich habe wieder das Mikrofon gehauen. Auf jeden Fall kommt mittwochs Five Nights at Freddy's World. Das Projekt kommt nicht so gut an. Ich weiß, das Spiel ist auch scheiße. Muss ich auch einfach gestehen. Warum ich trotzdem auf YouTube zocke, es ist einfach Five Nights at Freddy's. Und ich bin unglaublicher Five Nights at Freddy's Fan. Nach Five Nights at Freddy's übrigens kommt höchstwahrscheinlich ein Oldschool-Let's Play, wo ein Kollege von mir aus der Wohngruppe auch gesagt hat, das sind die alten Spiele, die guckt sich doch keiner an. Ja, wenn das seine Meinung ist, dann ist das seine Meinung, geben das eine. Allerdings finde ich die alten Spiele ganz geil und diesmal gehen wir so richtig, richtig weit zurück. Und zwar ein Spiel aus dem Jahr 2002 und zwar ist es nichts anderes als, Trommelwirbel, Harry Potter und die Kammer des Schreckens. So, warum ich nicht mit dem Stein der Weisen anfange, schaut das Video über meine Grundsicherungsprobleme. Ich habe zurzeit einfach kein Geld und ich habe mir dieses Spiel geholt. Dieses Spiel läuft auch auf meinem PC, auf jeden Fall, ja,
Harry Potter und die Kammer des Schreckens und Pokémon Feuerrote Edition sind die neuen Spiele, die neuen alten Spiele nach Portal 2 und Five Nights at Freddy's World. So, freitags ebenfalls Portal 2. Freitags ist der einzige Tag, wo ich keinen Termin habe. Und vielleicht verlegen meine Betreuer sogar die Termine auf freitags. Das würde irgendwie Sinn machen, wenn sie dann die Termine so legen, dass sie, weil freitags werde ich wahrscheinlich auch früher von der Arbeit kommen, nämlich nicht um 16 Uhr, sondern um 14 Uhr. Und somit haben wir da keine Probleme. So, auf jeden Fall, freitags kommen zwei Projekte. Eigentlich nur eins, und zwar das Hauptprojekt Portal 2, solange es noch läuft. Ansonsten wird das natürlich ersetzt dann durch Pokémon Feuerrote Edition. So, auf jeden Fall habe ich hier überlegt, hey, Junge, dein Kollege aus der Wohngruppe guckt freitags ja immer seine Horrorfilme. Und was kann man da besser spielen, als wenn er Horrorfilme schaut und ich spiele einfach Horrorspiele und spiele einfach das bei mir unbeliebteste Spiel überhaupt aller Horrorspiele, weil es das schlimmste Spiel ist und ich wahrscheinlich an einem Herzinfarkt irgendwann sterben werde. Richtig, Five Nights at Freddy's 4. Das Spiel, wo ich mich eigentlich sträube, ist zu spielen, weil ich es einfach scheiße finde. Scheiße im Sinne von, ich hasse es einfach, mich zu erschrecken. Und da ist es wahrscheinlich so sehr, sehr sehen wollt, weil ihr einfach sadistisch seid, spiele ich einfach Five Nights at Freddy's 4. So, sonntags kommen auch zwei Projekte. Als Hauptprojekt natürlich Five Nights at Freddy's World oder eben Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Oder ich mache einfach Vlogs auf meinem Kanal. Also Vlogs zum Beispiel, ich spiele Fußball, ich habe mit Fußball überhaupt nichts am Hut, aber man kann es ja mal probieren. Mein Gott, nur weil es in der Schule scheiße war, heißt das nicht, dass ich Fußball generell scheiße finde. Ich bin Fan von der Mannschaft Paris Saint-Germain, wie man vielleicht auch unschwer erkennen kann an ein paar Indizien, ne? Mein Kanal hieß ja auch kurzzeitig mal Thiago Silva, glaube ich. Das weiß ich schon auch nicht mehr, weil ich so oft den Kanalnamen gewechselt habe. So, auf jeden Fall kommen dann auch Vlogs, wie zum Beispiel, wie ich Fußball spiele, wie ich im Fitnessstudio bin. Oder auch, wie ich mit Freunden irgendwie unterwegs bin, irgendwelche Challenges mache. Die Harry Potter Bohnen Challenge. Oder, ja, auf jeden Fall wird es ziemlich spannend, glaube ich. Und, ich freue mich jetzt schon auf diese Projekte dann, auf diesen Uploadplan. Ich hoffe, das funktioniert. Und wenn ich irgendwann mal meine, am Mittwoch wird es ein bisschen knapp jetzt, weil ich da irgendwie mit meinem Vater essen gehe, in Frankfurt, dann wird natürlich das Video für Mittwoch vorproduziert. Dasselbe auch dann für Montag, Freitag und Sonntag. Zwischendrin gehe ich auch mal ins Fitnessstudio. Das heißt, wundert euch nicht, wenn ich jetzt sage, Montag, Mittwoch, Freitag, Sonntag, jeweils um 18 Uhr kommt das Video. Und dann kommt das Video eben nicht um 18 Uhr. Entweder produziere ich dann einfach vor, das ist dann einfach so cool. Dann nehme ich das Video auf, wenn ich direkt von der Arbeit komme, lade es dann für 18 Uhr hoch und gehe dann ins Fitnessstudio. Dann ist nämlich das Video safe um 18 Uhr. Aber das werdet ihr alles noch sehen. So, wir sind bei 15 Minuten inzwischen angekommen. Ich würde sagen, ich habe eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte zu meinem Kanal. Wie gesagt, checkt oben die Infokarten ab. Da werde ich euch das Video über Artikel 13 und das Video halt, glaube ich, warum ich total demotiviert bin, YouTube-Videos zu machen. Und ich werde euch den Kanal meines Kollegen Traffic Travel TV verlinken. Der Gute hat inzwischen fast 400 Abonnenten. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall dafür. Ich habe gerade mal 60. Das heißt gerade mal 60. Er ist auch schon 8 Jahre dabei. Ich bin 4 Jahre dabei. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen traumhaften Donnerstagabend. Genießt die letzten 15 Minuten des Donnerstags. Auf jeden Fall wünsche ich euch ein traumhaftes Wochenende. Und wie gesagt, ab 2. September geht der Uploadplan dann in Planung? Sagt man das so? Mein Deutsch ist irgendwie ziemlich eingerostet, weil ich eigentlich zurzeit ziemlich viel im privaten Umfeld auf Englisch rede. Einfach weil ich mein Englisch ein bisschen verbessern möchte, weil ich auch meinen englischen Kanal wieder zum Leben erwecken möchte. Auf jeden Fall, freut es mich, wenn du bis jetzt dran geblieben bist, dann vergesst doch bitte nicht, dieses Video zu bewerten. Schreib deine Meinung über den Uploadplan in die Kommentare. Und wie gesagt, schreibt auch einfach mal in die Kommentare, soll ich langsamer reden? Oder findet ihr es eigentlich ganz cool, wenn ich so ein bisschen schnell rede und dann einfach irgendeine Scheiße bei rauskommt, weil ich mich ständig verplapper? Was haltet ihr davon, meinen englischen Kanal wieder zum Leben zu erwecken? Der Kanal heißt Thiago Silva.
Hat auch nur 6 Abonnenten, weil es auch irgendwie nur 7 Videos auf dem Kanal gibt. Auf jeden Fall, vergesst die Bewertung nicht, schreib einen Kommentar und vergesst auf keinen Fall diesen Kanal zu abonnieren. Falls dich der Uploadplan jetzt doch dazu motiviert, hey, das ist doch jetzt mal was Offizielles von dem Mustafa und vielleicht hält er sich auch mal an seine Uploadpläne. Ihr kennt mich, wahrscheinlich werde ich sowieso nicht tun, aber immerhin kann man es ja mal probieren. Auf jeden Fall, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Aktiviere die Glocke, um kein einziges Video mehr zu verpassen, um herauszufinden, ob ich mich an meine Upload-Pläne halten soll. Auf jeden Fall wünsche ich euch ein tolles Wochenende und ich mache meinen Schreibtisch kaputt. Das ist doch ein super Start in den Freitag. Meine Damen und Herren, ich wünsche euch was. Hab euch lieb, pass auf euch auf und ciao.